Der DNA-Treffer an einer Handschelle bringt den Durchbruch. Birgit Meyer war in der Gewalt des Friedhofsgärtners Kurt Werner Wichmann. Im Frühjahr 2016 lassen die Ermittler der EG Iterum 7 Gräber öffnen. Wir wollten natürlich diesen Fall komplett zum Abschluss bringen, natürlich auch mit der Krönung, dass wir die Leiche finden. Ein Part davon war natürlich auch in seiner Eigenschaft als Friedhofgärtner, hätte er, so war unsere Vorstellung zur damaligen Zeit, jederzeit einen Leichnam in einem frischen Grab verschwinden lassen können, sodass wir die Gräber, die damals geöffnet waren, unmittelbar nach dem Verschwinden der Birgit Meyer, haben wir uns geben lassen rund um Lüneburg, zusammen mit einer Anthropologin, die dann sagen kann, sind das mehr Knochen, als ein menschlicher Leichnam hat oder weniger. Oder gleichzeitig ist es identisch mit der Liegezeit der Knochen, sodass wir die ganzen, ich meine, es waren 7 oder 8 Gräber, exhumiert haben und nachgeguckt, aber leider ohne Erfolg. Alle weiteren Versuche der EG Iterum laufen ins Leere. Doch es ist noch nicht zu Ende. Die EG Iterum hat die Akte geschlossen. Wolfgang Silaw und sein Kernteam ermitteln weiter. Lassen die bei Kurt Werner Wichmann sichergestellten Asservate Rückschlüsse auf das Versteck von Birgit Meyers Leiche zu? Wir hatten mal einmal darüber geredet, aber es nicht weiter vertieft. Man hat ja in dem geheimen Zimmer nicht nur all jenes gefunden, was wir alle vor Augen haben, also Gewehre, Kleinkalibergewehre, Munition, Fessungsmaterial, pornografische Dinge, Dossier von einer Frau, Tabletten und so weiter und so fort, sondern da war auch ein Neoprenanzug. Ja. Und mich hat immer beschäftigt, wozu brauche ich einen Neoprenanzug, nachdem wir auch festgestellt hatten, dass er kein Schwimmer war oder irgendwo da mit einem Neoprenanzug irgendwo reinstiefelte. Ich hatte auch immer gedacht, kann das damit zu tun haben, dass ich etwas entsorgen will und will mich nicht beschmutzen. Na gut, das haben wir aber nie vertiefend drüber geredet. Mich drängt natürlich jetzt auch nochmal dieser Vortrupp, um den Bereich Durchsuchung abzuschließen, weil jetzt frage ich mich natürlich, warum schlagen da die Leichenspürhunde an? Genau. Da fehlt noch was. Ja, eben. So. Und vor dem Hintergrund wäre das Grundstück natürlich nochmal relevant. Und wir hatten uns auch immer die Frage gestellt, kann das in einem Zusammenhang mit meiner Schwester stehen? Das Auto ist ja gebaut worden, lange nachdem sie verschwunden war. Und es ist auch aufgefunden worden, Jahre nachdem sie verschwunden war. Und viele haben ja immer spekuliert, ja, hatten dann Versicherungsbetrug begehen wollen. Er war ja immer in Geldnöten. Hatte übrigens 6 Pkw. Das war ja dadurch, dass eben ein Leasingfahrzeug war, nicht der Fall. Der Friedhofsgärtner war eiskalt und berechnend und hatte offenbar einen Kontrollzwang. Sonst hätte er das Auto, das er loswerden musste, nicht auf dem eigenen Grundstück vergraben. Interessant ist in diesem Zusammenhang Wichmanns Abschiedsbrief. Wenn meine Schwester irgendwo anders als dort, wo überall gesucht wurde, versteckt sein sollte, dann doch trotz aller Durchsuchungsmaßnahmen im Haus oder auf dem Grundstück. Nicht nur, dass er in seinen Abschiedsbriefen überhaupt keinen Zweifel daran ließ, wie wichtig ihm war, dass man Haus und Hof zusammenhält. Also flehentliche Bitten an Verwandte. Also ihr müsst unbedingt dafür sorgen, dass das quasi in der Familie bleibt. Bis hin dazu, dass er ja sich das Leben nicht genommen hat, weil es ihm nun im Moment gerade mal einfiel, sondern natürlich, weil er, und das geht aus den Abschiedsbriefen auch ziemlich deutlich hervor, wusste, mein Spiel ist aus. Von seinem geheimen Zimmer aus hat Wichmann vermutlich seine Taten geplant. Das Zimmer hat eine Hintertür, die direkt in die Garage führt. Bei ihrem letzten Besuch in Wichmanns Haus hatten sich Wolfgang Silaw und Reinhard Zedor einige Stellen notiert, die ihnen auffällig erschienen. Unter anderem auch die Kfz-Grube, die in der Garage in den Boden eingelassen ist.
So. Sie ist für Arbeiten am Auto ungeeignet. Zum Stehen zu flach und zum Liegen zu tief. Ist hier eine Leiche beseitigt und die Grube nachträglich aufgefüllt worden? Wir hatten in den 70er Jahren mal den Fall eines entführten Kindes. Und hier war ja auch eine Theorie, ist Birgit möglicherweise nicht verschleppt worden zur Befriedigung irgendwelcher sexuellen Gelüste, sondern steckt da auch eine Erpressung und eine Entführung dahinter. Ja, dieses Kind damals in Hamburg ist entführt worden und auch in einer Kfz-Werkstatt in so einer Grube festgehalten worden. Und jetzt stellt man sich das vor, man legt dann hier diese Bretter dort drüber, stellt ein Auto drüber, fesselt, knebelt. Ja, da bekommt man das auch unbedingt nicht mit. Die Ehefrau, die hier im Haus lebt, die geht wahrscheinlich nicht unbedingt hier und guckt dann in dieser Grube nach. Zumal Wichmann seine Frau manchmal wochenweise zu ihrer Mutter schickte, um zu Hause freie Bahn zu haben. Alice gehorchte ihrem Mann. Als die neuen Besitzer des Hauses dann auch noch einen Hohlraum an der Seite der Grube entdecken, rückt die Polizei erneut an. Ja, ich habe eine große Erwartung natürlich daran, dass heute vielleicht ein Geheimnis gelüftet werden könnte. Zunächst geht es ja erstmal darum, dass die Polizei feststellt, was es mit diesem Hohlraum, der da ja ganz offenbar ist, für eine Bewandtnis hat. Und natürlich schwingt bei mir auch immer die Hoffnung mit, dass wir irgendeine Spur finden von meiner Schwester. Die Untersuchung der Grube dauert nur rund 20 Minuten. In dem Hohlraum findet die EG Iterum nichts, außer losem Sand. Der Leichenspürhund schnuppert am Beton, schlägt aber nicht an. Dann rückt die Polizei wieder ab. Das hatten wir dann auch ganz offen ausgesprochen, dass wir oder dass ich jeweils oder wir auch als Familie nicht damit leben können, überhaupt nicht zu wissen, wo meine Schwester ist, wo wir sie suchen können und so weiter. Und das hatte mich dann auch nochmal bewogen, weil ich habe auch vollstes Vertrauen natürlich gehabt und das ist auch gerechtfertigt gewesen zu der Arbeit der EG Iterum, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt habt alles durchsucht und so weiter und so fort, aber ich will trotzdem nochmal schauen, ob es nicht doch nochmal sich einengen lässt, wo der eigentliche Ort zu finden wäre. Am 29. September 2017 macht das Kernteam einen eigenen Versuch. Es beginnt in der Garage von Wichmanns Haus. Solange die noch ganz jungfräulich ist, die Grube. Harald Meyer hat einen Maurer engagiert, der den Beton aufstemmt. Zwei Rechtsmediziner aus Hamburg helfen bei der Suche. Unter dem Beton kommt nur noch Sand. Diese Grube war offenbar immer so merkwürdig flach. Das Team bricht die Suche ab. Wir hatten die Untersuchung hier gemacht und waren am Ende der Meinung, wir würden hier nichts mehr finden können. Der Maurer ist noch mal die Treppe runtergegangen in die Grube und mit dem Haxen ist er auf eine Zementebene gestoßen, die leicht abgebröckelt ist. Ein kreisrundes Loch wurde dann eigentlich sichtbar. Wir haben etwas gefunden. Was habe ich in dem Moment noch nicht so richtig wahrhaben wollen? Jetzt gräbt nur noch die Rechtsmedizinerin. Gott, Gott, das hätte ich ja nun echt nie erwartet.
Das ist, ich hätte das nie im Leben, ich hätte alles nie gedacht, ehrlich, ganz ehrlich. Ich stehe so an der Sternseite, die Rechtsmedizinerin, die liegt dann auf den Knien und ja, vorwärts so ganz vorsichtig in diesen Sand rein. Und irgendwie hebt sie so ein Stöckchen hoch. Ich höre die Gedanken so, oh, ein Stück Holz oder was jetzt. Guckt dann auf dieses, in Anführungsstrichen, Stöckchen und sagt, ich werd verrückt. Scheiße, Leute, ich brauche einen Moment. Das ist eindeutig menschlicher Knochen, Mittelfuß. Als ich hier stand und die Knochen sah, da hatte ich natürlich so eine Schockwelle, die durch meinen Körper ging. Aber im gleichen, geradezu Sekundenbruchteilen auch eine Erleichterung. Mir eigentlich deutlich war, also das dürfte mit an sich ganz einer Wahrscheinlichkeit Birgit sein. Und dann legte sich eine Hand auf meine Schulter und das war er hier. Das war natürlich auch ein Fall von Trauer und ja, von Stille. Das schlägt erstmal ein. Einige von uns waren draußen so erstmal zusammengekommen. Das ist ein sehr emotionaler Moment, also ich reihe den schon mal ein, also 11.09. da World Trade Center Anschlag oder so, das ist so mit Sicherheit diese Kategorie. Die Rechtsmedizinerin hat zuerst Mittelfußknochen gefunden. Das heißt, die Leiche muss mit dem Kopf voran in dem Loch begraben worden sein. Der Sand wird gründlich gesiebt. Sie finden noch Schmuck. Der Vergleich mit dem Zahnschema der Vermissten gibt später Gewissheit. Es sind die sterblichen Überreste von Birgit Meier. Wenig später übernehmen die Beamten der EG Iterum den Fundort und die weiteren Ermittlungen. Einige Tage später treffen sich die Mitglieder des Kernteams, um das Erlebte zu besprechen. Das ist schon das, was man immer möchte, wenn man so etwas tut. Und dann gelingt es sogar und dann hat man da jemanden gefunden, der so lange verschwunden war. Und nach mehreren Stunden haben wir dort gearbeitet oder ich habe mich auch nicht rausholen lassen dort aus dieser Grube. Ich wollte auch kaum eine Pause machen. Ich musste mal eine Pause machen, weil wir das noch dokumentieren sollten, fotografisch. Ich wollte aber gar nicht aufhören. Das war schon, also, das war schon emotional ganz schön. Geht einem dann doch nahe, ne? Die sterblichen Überreste von Birgit Meier sind inzwischen am Institut für Rechtsmedizin angekommen. Richard Kaufmann, der Leiter der EG Iterum, ist nach Hamburg gefahren, um bei der Obduktion dabei zu sein. Okay, danke dir. Das Skelett ist vollständig, so viel lässt sich sagen. Stiche oder Schläge hätten möglicherweise Spuren an den Knochen hinterlassen. Aber hier finden sie keine Einwirkungen von Gewalt. Bis auf den Schädel. Im Inneren entdecken sie ein Projektil. Birgit Meier wurde erschossen. Richard Kaufmann hat den Mörder dank der Handschelle überführt. Aber gefunden hat er die Vermisste nicht. Es ist uns leider nicht gelungen, aber dank Gott sei Dank dem Herrn Silav, sodass das ein schöner Erfolg wurde. Die Ermittler der EG Iterum schreiben in ihrem Abschlussbericht, dass sich aus ihrer Sicht die Vorwürfe gegen Harald Meier nicht ansatzweise bestätigt haben. Alle Verdachtsmomente seien ausgeräumt. Dieser Bericht wird auch an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Offiziell rehabilitiert wird Harald Meier jedoch nicht. Es gibt keine Kollektivhaftung dergestalt, dass man dem heutigen verantwortlichen Staatsanwalt sagt, du hast aber Schuld an der Geschichte, dass nichts Befreiendes für mich gesagt worden ist. Aber eines könntest du mit Sicherheit tun. Ja, du könntest jetzt, nachdem alles aufgeklärt ist, könntest du auch sagen, und das wollen wir hier mal Presse veröffentlichen, denn alles andere wurde ja auch über die Presse dargestellt,
dass Harald Mayer mit der Angelegenheit nichts zu tun hat. Auch Wolfgang Sieler fordert die Rehabilitierung seines Schwagers. Vergeblich. Das ist nicht unsere Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die Unschuld eines Täters zu ermitteln und ihm gilt ja ganz allgemein, einen Attest zu geben. Wir bescheinigen, dass du nicht der Ladendieb aus dem Supermarkt von letzter Woche gewesen bist. Das ist so nicht vorgesehen. Jeder kann von uns sehr schnell in den Verdacht geraten, Straftäter zu sein. Und im Interesse einer funktionierenden Rechtspflege muss man das erdulden, über sich ergehen lassen. Das Kernteam beschäftigt sich derweil mit der Frage, wie es weitergeht. Die Suche nach Birgit Mayer ist zu Ende. Aber viele Fragen sind noch offen. Wenn wir jetzt die Hypothese haben, dass Lüneburg ja auch sagt, Mensch Leute, wir müssen uns da um die 30 Fälle angucken. Dann sagt er ja auch mit anderen Worten, wir nehmen jetzt nicht den Fall und gucken im Einzelfall nach, sondern jetzt haben wir ein Areal, wo mit Sicherheit was verbuddelt wurde. Also jetzt macht man das handwerklich anders. Man macht das einmal genau clean mit allen Schwierigkeiten. Ist auch nicht unser Thema und hat dann eine Basis. Das heißt doch, wenn Sie auch, und das tun Sie garantiert, diese Hypothese gebildet haben, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun, dann müssen Sie sich auch für das Grundstück interessieren. Prinzipiell bin ich wirklich der Meinung, dieses Grundstück müsste 2 Meter tief ausgekoffert werden, mindestens dieses Grundstück. Und dann müsste man noch jemanden finden, der auch das Haus neu baut. Und man müsste auch das ganze Haus flachlegen. Ja. Nein, weil es geht auch ganz klar darum, wir haben uns das ja da einmal angeschaut und da gibt es durchaus den einen oder anderen Platz sogar im Keller, wo man im Bereich des Betons noch Besonderheiten sieht. Die Polizei in Lüneburg kann inzwischen einen eigenen Erfolg verbuchen. Kriminaltechniker im LKA Hannover haben einen DNA-Treffer festgestellt. 1989 wurden die Sitze in den Autos der Görde-Opfer abgeklebt, um Faser- und Mikrospuren zu sichern. Auf den Folien finden Sie nun auch Hautschuppen. Sie stammen von Wichmann. Sie gehören zu den mysteriösesten Mordfällen in Deutschland und nun sind sie offenbar aufgeklärt. Der Mörder war der Friedhofsgärtner Kurt Werner W. Damit war der Fall aber mitnichten abgeschlossen. Stattdessen gehen die Ermittler aktuell 2 Fragen nach. War Wichmann sogar ein bundesweit tätiger Serienmörder und gab es einen Mittäter? Die Klebefolien aus den Opferautos lagen fast 30 Jahre auf dem Dachboden der Staatsanwaltschaft. Erst Anfang 2017 wurden sie ausgewertet. Das hätte man wahrscheinlich schon deutlich früher machen können, das ist richtig. Ist es ja leider bei den Cold Cases so, das sind abgeschlossene Verfahren, die liegen dann manchmal auch sehr viele Jahre, bevor dann der Nächste sie es anfasst. Und in diesen Zwischenräumen, wenn diese Verfahren nicht angefasst werden, denkt da in aller Regel ja auch keiner dran, da passiert das auch nicht, sondern es wird dann eben erst überprüft, wenn der Nächste sich wieder ransetzt. Das war dann diese Ermittlungsgruppe Görde, die das dann nochmal aufgenommen hat und dann gesagt hat, wir müssten das nochmal untersuchen. Im April 2018 durchsucht die Polizei Wichmanns Haus und Grundstück endlich umfassend. Trotz des Leichenfundes und des DNA-Treffers hatte sich die Staatsanwaltschaft geweigert, einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen. Die Suche nach weiteren Leichen und Beweismitteln kann nur stattfinden, weil sich die Polizei mit den Besitzern des Hauses einigt. Sie zerlegen das geheime Zimmer komplett und durchsuchen sogar das Dämmmaterial nach steckengebliebenen Geschossen. Spezielle Leichenspürhunde aus Kroatien, die auf Knochengeruch trainiert sind, suchen das Grundstück ab. Die Polizei ist sich inzwischen sehr sicher, dass Kurt Werner Wichmann einen Mittäter hatte. Sie ermittelt gegen den Bruder. Leichen finden sie nicht, aber vergrabene Autotüren, eine Heckklappe, ein Kotflügel. Dazu Portemonnaies, manche eindeutig von Frauen. Und Damenstiefel, sowie Handtaschen. Die Lüneburger Polizei stellt Fotos der Fundstücke online und sucht nach Zeugen, die Dinge erkennen und zuordnen können. Rund 400 Asservate haben die Ermittler sichergestellt und von der Kriminaltechnik untersuchen lassen. Sie lagern in einem unterirdischen Bunker der Polizeidirektion Lüneburg. Bei vielen ist nicht sicher, ob sie mit einem Verbrechen in Zusammenhang stehen oder einfach nur im Erdreich entsorgt wurden. Es ist ein schauriges Sammelsurium, von Küchenmessern bis zu vergrabener Kleidung.
DNA ließ sich an keinem der Gegenstände aus dieser Kiste mehr sichern. Diese Asservate, die behalten wir weiter, weil wir bis jetzt nicht ausschließen können, dass sie zu einer Tat gehören, also mit einem deliktischen Ursprung haben. Wir haben jetzt auch keine Verbindung zu unserem aktuellen Verfahren der Göhrde-Morde herstellen können. Nichtsdestotrotz sind das eben Gegenstände, die wir weiterhin kriminalistisch überprüfen werden. Eigentlich ist Wolfgang Silaw am Ende seiner Suche. Aber mittlerweile gibt es viele Angehörige, die mit ungeklärten Mordfällen zu ihm kommen. Wir sind angetreten, um das Schicksal meiner Schwester zu klären. So, und wenn wir jetzt auch antreten, um einen Massenmörder oder Serienmörder zu überführen, dann würde ich sagen, das ist aber zuerst mal die Aufgabe der Lüneburger Polizei und nicht unsere. Die Göhrde-Ermittler haben ihr Wissen über Wichmann zusammengefasst und an alle Mordkommissionen Deutschlands geschickt. Diese sollen jetzt ihre ungeklärten Fälle auf mögliche Verbindungen überprüfen. Wir haben aus der Bundesrepublik Deutschland bisher 236 Fälle gemeldet bekommen, wo Polizeien Altfälle liegen haben. Und nun wird geprüft, ob diese Altfälle tatsächlich auch zu Kurt Werner Wichmann, seiner Vorgehensweise und natürlich auch seinem Aufenthaltsort überhaupt passen können. Parallel dazu arbeiten mittlerweile 8 Ermittler mehr als 2000 alte Spuren aus der Göhrde-Akte nochmal durch. Und sie entwickeln neue Ansätze. Im Stadtarchiv Lüneburg werden sie überraschend fündig. Jeder Mensch, der in Lüneburg geboren wurde, zur Schule gegangen ist oder ein Gewerbe angemeldet hat, ist hier registriert. Oft sind die Unterlagen dürftig. Doch von Kurt Werner Wichmann gibt es hier mehr. Michel Wichmann GmbH, Otto Wichmann, Werner, obwohl er Kurt Werner heißt. Nee, am Sande, der ist es noch gar nicht, der ist es. Das fing an, dass gefragt wurde, 1967 hat Kurt Werner Wichmann im Dresdorfer Weg 3 gewohnt und wer hat dann da noch gewohnt? Einfach um zu ermitteln, welche Zeugen könnte man aus der Zeit noch befragen. Und dann kam die Information von uns, wir haben aber noch mehr, nicht nur diese Information, wer hat da gewohnt. Und es würde sich lohnen, dass im Archiv vielleicht mal jemand vorbeischaut. Es geht den Ermittlern um das Vorleben Wichmanns. Sie wollen sein Psychogramm verfeinern. Wir versuchen ja weiterhin, alle Puzzleteile zusammenzutragen, was eine Persönlichkeit angeht. Wie tickt jemand? Wie ist sein Sprachgebrauch? In welchem beruflichen Bereich hat er sich aufgehalten? Und das komplettiert zumindest aus unserer Sicht dann immer so einen Eindruck. Die Unterlagen gehen zurück bis in die 50er Jahre. Und die Ermittler erkennen, es begann viel früher als gedacht. Bereits mit 9 Jahren ist Wichmann zur Beobachtung im Krankenhaus Hamburg-Eppendorf. Ein gutes Jahr später kommt er in eine Jugendpsychiatrie. Kurz darauf wird er in ein Kinderwohnheim in Stade eingewiesen. Mit 11 Jahren lebt Wichmann in einem Kinderheim in Ostfriesland. Es folgen weitere Aufenthalte im Heim und in der Jugendpsychiatrie. Nach Angaben eines Psychiaters hat der junge Kurt Werner Wichmann große Angst vor seinen Eltern. Wichmann wird zweimal nicht versetzt, weil er monatelang nicht zum Unterricht kommt. Die Lehrer verzweifeln offenbar nicht nur an dem Schüler, sondern auch an seinen Eltern. Wichmanns Lehrerin schreibt über ihn, er fehle häufig und treibe sich herum. Einmal sei er sogar mit einem Mitschüler bis nach Uelzen gewandert und habe im Wald übernachtet. Ein Psychiater, bei dem der Junge zur Behandlung war, empfehle, ihn in das letzte Heim, in dem er gerne gewesen sei, zurückzuschicken. Begründung: Die Eltern des Jungen seien so primitiv, dass von ihnen keinerlei Unterstützung zu erwarten sei. Da sei Hopfen und Malz verloren. Also man muss natürlich unterscheiden. Das sind keine Beweise. Das sind auch, wenn maximal, schwache Indizien in diesem Zusammenhang. Und ich möchte nochmal dieses Bild bedienen, dieses Puzzles. Man braucht diese einzelnen Teile, um das große Ganze nachher erkennen zu können.
Die Ermittler verfolgen inzwischen eine Theorie, die zunächst abwegig erscheint. War Kurt Werner Wichmann ein Auftragsmörder? Sie überprüfen, ob Wichmann bezahlt wurde, um das Liebespaar Warmbier-Köpping zu töten. Die Ermittler haben rekonstruiert, dass sich Ingrid Warmbier und Bernd Michael Köpping meist hier gegenüber der Kurklinik Bad Bevensen trafen. In einer dieser Parkbuchten fand die Polizei damals ein Auto. Mysteriös. Der Wagen, ein weißer Toyota Terzel mit dem Kennzeichen H für Hannover und den Endziffern 46, tauchte Tage nach der Tat genau hier wieder auf. Der Täter muss ihn zurückgebracht haben. Köpping ist Bezirksleiter bei Lotto. Der Familienvater ist gelegentlichen Affären nicht abgeneigt. Am 12. Juli 1989 hat er Termine in Lüneburg. Er startet dort um kurz vor eins. Um 13.30 Uhr wird er noch in dem kleinen Ort Melbeck gesehen. Rund 30 Minuten später müsste er in Bad Bevensen angekommen sein. Wir versuchen uns vorzustellen, warum das Auto zunächst hier wohl von Herrn Köpping abgestellt wurde. Die Erklärung ist heute insofern relativ einfach, weil wir denken müssen, dass er sich mit Frau Warmbier hat treffen wollen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass allein das Abstellen des Fahrzeuges oder zumindest der Standort des Fahrzeuges von dem Täter möglicherweise bereits beobachtet wurde. Denn es gibt sonst keine vernünftige Erklärung dafür, dass nach dem Verschwinden von Herrn Köpping und der Bewegung des Fahrzeugs das Fahrzeug eben genau hier wieder abgestellt wird. Am Ende der Straße gibt es einen kleinen Weg mit rötlichem Sand. Das ist der Weg, der uns jetzt verbindet, hoch zu dem Gasthaus, dem Fährhaus. Den gehen wir jetzt mal durch. Der Sand passt zu Spuren, die man später an den Schuhen von Ingrid Warmbier fand. Sie dürfte also diesen Weg gegangen sein, um sich mit Bernd Michael Köpping zu treffen. Die Polizei vermutet, dass Wichmann hier irgendwo die Verfolgung der beiden aufnahm. Das Paar muss mit Köppings Toyota Terzel gefahren sein. Denn der silberne Mercedes von Ingrid Warmbier blieb hier stehen. Irgendwo muss Wichmann die beiden in seine Gewalt gebracht haben. Wo, ist unklar. Hier sind natürlich viele Leute, ne? Immer viele Leute. Durch Kurbetrieb. In der Görde verläuft sich das alles. Stimmt, und man will ja nicht gesehen werden, ne? Die beiden zumindest nicht. Ja, richtig. Die Rekonstruktion ergibt folgenden Ablauf. Köpping parkt an der Kurklinik und wartet auf Ingrid Warmbier, die bis 15.15 Uhr bei einem Massagetermin ist. Sie stellt ihr Auto ab und läuft den kleinen Sandweg hinunter. Das passt zu den Spuren an ihren roten Pumps. Fest steht weiter, dass beide im Laufe des Abends in der 18 Kilometer entfernten Görde ermordet werden. Und zwar nur 800 Meter vom Fundort der ersten Opfer entfernt. Und die Ermittler haben eine weitere Auffälligkeit entdeckt. Auch die ersten Görde-Opfer, das Ehepaar Reinhold, waren vor ihrem Verschwinden in Bad Bevensen. Und zwar auch in der Nähe der Kurklinik am Rosenbad. Ein Bademeister hat noch mit ihnen gesprochen. Die Polizei glaubt deshalb, dass beide Fälle in Bad Bevensen begannen und nicht in der Görde. Wenn wir also auch davon ausgehen, dass sich hier Täter und Opfer getroffen haben könnten, dann muss auch davon ausgegangen werden, dass die diese Strecke entweder gemeinsam oder in dichter Nähe zueinander, zum Beispiel wenn man verfolgt wird, bewältigt haben und so dann eben zur Ausgangslage gekommen sind. Beide Opfer haben jetzt einen Bezug zu dieser Örtlichkeit. Wir nennen sowas Ankerpunkt und versuchen darüber eben den Täterweg nachzurekonstruieren. Zu schauen, gibt es einen Ort, an dem sich Täter und Opfer getroffen haben könnten. Und da wir eben ganz stark eine Verbindung von beiden Fällen annehmen, glauben wir, dass dieser Ort hier sein könnte in diesem Bereich. Das könnte bedeuten, dass Peter und Ursula Reinhold einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren und Opfer einer Verwechslung wurden. Dafür spricht, dass ihr Auto ein ähnliches Kennzeichen wie das von Bernd Michael Köpping hatte. Auch hier ein H und die Endziffern 46. Wahrscheinlich fuhren die Reinholds am 21. Mai 1989 zum Picknick in die Görde, beschattet von Kurt Werner Wichmann. Er könnte sie in seine Gewalt gebracht haben, um dann festzustellen, dass er die Falschen erwischt hat. 7 Wochen später erledigt er dann seinen eigentlichen Auftrag. Die Ausrüstung, die man bei Wichmann fand,
würde zu einem Auftragsmörder passen. Sicher ist, Wichmanns DNA wurde in einem der Opferautos gefunden. Im Dunkeln bleibt allerdings, wer solch einen Mordauftrag erteilt haben könnte. Die Auftragsmordtheorie als Hypothese, die Verwechslungstheorie als Hypothese, findet genauso, was die Ermittlung betrifft, statt wie bei anderen Hypothesen auch. Und wenn wir über Puzzleteile sprachen, dann haben wir eben ein paar mehr Puzzleteilchen, die wir umgedreht haben und die auch passen, als bei der anderen Hypothese, bei anderen Hypothesen. Nur es ist einfach nicht möglich, jetzt im Detail über diese Dinge zu sprechen. Sie wissen, wir haben aus unserer Sicht einen Beschuldigten, einen lebenden Beschuldigten im Strafverfahren der Göhrde-Morde. Und es verbietet sich schlichtweg, über Dinge zu sprechen, die möglicherweise sogar Täterwissen preisgeben. Fest steht, es gab zu Wichmanns Lebzeiten auffällig viele ungeklärte Mordfälle in der Region Lüneburg. Die Polizei prüft, ob es eine Verbindung zu dem Friedhofsgärtner gibt. Gegen seinen Bruder wird immer noch ermittelt. Bislang allerdings ohne Ergebnis. Er schweigt zu den Vorwürfen. Die Göhrde-Opfer und Birgit Meyer wurden innerhalb von 13 Wochen ermordet. Danach dauerte es dann noch 3,5 Jahre, bis endlich bei Wichmann durchsucht wurde. Die Staatsanwaltschaft will in dem gesamten Fall Birgit Meyer bis heute nur wenige Fehler zugeben. Ich bin weit davon entfernt, also da irgendwelche Fleiß- oder Tadelkärtchen zu verteilen und zu sagen, also das war jetzt ein Kardinalfehler und wenn das da anders gelaufen wäre, dann hätte man Kurt Werner Wichmann, wäre man ihm 3 Jahre eher auf die Schliche gekommen. Da, ja. Das ist nicht auszuschließen da, bloß... Der Fall Birgit Meyer ist eine jahrzehntelange Geschichte von Ermittlungsfehlern, mit wenigen Ausnahmen. Hätte Wolfgang Sielaff nicht auf eigene Faust gesucht und immer wieder Druck gemacht, wäre der Mord bis heute nicht geklärt. Eine große Erleichterung, dass wir sie jetzt gefunden haben, dass wir sie beisetzen können, dass wir an ihr Grab gehen können, dass wir mit ihr Zwiesprache halten können. Und das ist dann auch der Augenblick, wo man dann anfängt, und das hoffe ich, so sukzessive immer mehr Abstand zu gewinnen. Es wird nie so sein, dass man ganz und gar Abstand findet, geschweige denn, dass man das irgendwie mal hinter sich lässt. Also Opfer haben lebenslang, sagt zum Beispiel der Weiße Ring, und da hat er auch völlig recht, weil wenn eben in die Familie ein Verbrechen hineinschlägt, dann ist es immer so, dass da dass das Leben sofort einen anderen Verlauf nimmt und alles aus den Fugen gerät. Es heißt, Mord verjährt nicht. Aber das ist ein Irrtum. Mord verjährt, wenn sich niemand darum kümmert. No one knows, my shadow grows in this dark black. They hear me run, I come undone. Painful splinter within.
flowing tune.